Gibt es einen Chat? Jetzt hört es mich. Sorry. ich war gemutet. Genau. Sorry. Ich habe mir gerade gedacht, was blinkt denn da so rot? Und. Ah, weißt du, das ist eh nicht der Tattoo da hinten? Oder? Und. Hä? Was? Nein, nur weil der Alex gerade im Chat geschrieben hat. Der Alex, oder? Ja. Oder geschrieben, dass das gemutet war, oder? Ja. Voll. Hallo Alex. genau. Was jetzt dieses Szenenfile betrifft, ich habe jetzt quasi eigentlich alles ausgelöscht, außer diese grundsätzliche Geometrie. Usually ist es so, dass man quasi ja eigentlich dieses Main Package ist, zum Beispiel dann Maya oder Blender oder whatever, und Houdini will ja nur einen Teil haben davon. Deswegen bin ich jetzt hergegangen und habe aus einem riesengroßen Gitbash-File in Blender sozusagen das so arranged, dass das irgendwie passt für unsere Zwecke. Und das beste Austauschformat mit Houdini ist eigentlich Alembic. Und es gibt dann auch einen eigenen Alembic-Node, den man da jetzt in dem Netzwerk in dem Geometry-Folder Prep auch schon findet. Wie gesagt, das braucht ihr, das Kind, das ist einfach ein bisschen mehr zum Mitschauen, weil es halt ein bisschen langweilige Sache ist. Und dieses Alembic-File, sieht man schon, das schaut halt irgendwie ein bisschen weird aus. Dass da die Normals nicht ganz passen, ich stelle jetzt meinen Hintergrund nochmal schnell auf Bright, damit man das ein bisschen besser sieht. Man sieht schon, ich habe jetzt diese schwarzen Flächen und so. Ja. Das heißt, irgendwas ist mit der Geometrie komisch. Und jetzt ist es so, dass ein Alembic standardmäßig nicht editierbar ist für Houdini. Und wenn wir in unser Bild 2 Setup wieder wechseln, dann ist das auch relativ schnell gleich ersichtlich, warum das so ist. Wenn man mal schaut, ich habe da eigentlich nur 6 Punkte. Und auch nur 6 Primitives. Was aber ist, diese Primitives haben so Pfade zugewiesen. Und da in dem Fall zum Beispiel Building und dann Mesh 58 oder Boxes und Mesh 80 und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip die Hierarchie aus dem Outliner von dem anderen Programm, die da als Pfad gespeichert wird. Das heißt, die Information geht uns nicht verloren. Und wenn wir die Pfade nachher wieder mit rausspülen am Ende des Tages und das wieder zurück importieren nach Blender, dann ist im Outliner alles nachher genauso wie vorher. Was die Pfade uns nur für eine Möglichkeit geben, ist, dass wir quasi eine Selektion machen aufgrund dieser Pfade. Das heißt, die kann man rausselektieren, ich möchte zuerst mal den Boden rausselektieren, dann halt das Gebäude und so weiter und so fort. Das habe ich da im Endeffekt gemacht. Jetzt zeige ich das kurz mit einem Beispiel, da auf der rechten Seite am besten, auf der linken Seite. Das könnt ihr vielleicht eh kurz mitmachen, dass wir das ausprobieren. Aber dann habt ihr das Konzept verstanden, wir brauchen es nicht 10-mal wiederholen. Und zwar gibt es jetzt diesen Node, der Split. Und der Split-Node ist ein bisschen unique, weil der hat nur einen Eingang, aber dafür zwei Ausgänge. Und der macht auch genau das, der kann splitten, und zwar eine gewisse Selektion. Und wenn ich jetzt diesen Split-Node markiere mit meinem Render-Flag und dann in diesen Selection-Modus gehe, dann sehen wir, da oben haben wir wieder diese Group. Und man kann jetzt aber nicht nur eine Group selektieren als Gruppe, sondern man kann eine Gruppe nach einem Attribut angeben. Weil wir haben ja gesehen, okay, ich kann da 5, 7 als Primitives reinschreiben. Ich kann da aber auch schreiben, addPath ist gleich, zum Beispiel. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, die ein bisschen mehr einfacher zugänglich ist. Das ist, indem ich da auf diese Selektion drauf drücke, auf diesen Mauszeiger. Und dann sieht man schon, jetzt kann ich meine einzelnen Bereiche highlighten. Das heißt, das ist eine relativ High-Level-Selektionsmöglichkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Flugzeug selektiere und dann Enter drücke, dann kriege ich halt diesen Vierer. Diesen Vierer möchte ich aber eigentlich gar nicht, weil jetzt habe ich ja wieder das Problem, wann, und das ist sehr, sehr, sehr oft natürlich der Fall, dass sich die Geometrie ändert. Ja, dass zum Beispiel jetzt, es hat sich im Layout was geändert in dem anderen Department und die spielen ein neues Alembic raus und sagen, hey, die Simulation muss abgedatet werden.
Wenn da jetzt 4 steht, dann haben wir das Problem, wenn die ein anderes Flugzeug schicken, dann muss das natürlich nicht unbedingt mehr das, die Gruppe 4 sein. Deswegen machen wir das nicht so, sondern, weil das wäre ja wieder nicht procedural in Wirklichkeit, sondern wir klicken jetzt schon nochmal auf dieses Icon. Und es gibt jetzt aber die Möglichkeit zu selektieren nach gewissen Attributen. Und das ist dieses um 45 Grad rotierte Quadrat in der Mitte von dieser Leiste. Also wenn man in diesen Selection-Modus geht, dann gibt es da oben dieses Polygon, das ist das Org und dann 2 daneben. 2 rechts davon. Und dann kriegt man dieses Fenster dann. Das Shortcut dafür ist die Taste 9. Mit der Taste 9 kann man diesen Selection-Modus, diesen Group Select, anstellen. Man sollte da auf der rechten Seite eben dieses Overlay auftauchen. Funktioniert das? Jetzt haben wir aber wieder nur eine Gruppe verfügbar. Und das ist LMP1, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen kann man da auf dieses Zahnrad klicken und unter diesem Zahnrad gibt es dann verschiedene Möglichkeiten zu selektieren. Man kann nach Gruppen selektieren, nach 3D Connectivity, das heißt, sind die miteinander connected, UV Connectivity und so weiter. Und es gibt aber, und ganz unten gibt es das Attributes und da gibt es Path. Und wenn ihr das Path dann anklickt, dann färbt sie unsere Szene dementsprechend auch schon ein. Und dann kann ich jetzt quasi sagen, hey, ich möchte die Plane und dann drücke ich Enter. Jetzt ist zwar das gleiche passiert, aber was cool ist, ist, dass da jetzt steht, add path ist gleich plane. Und dann steht halt noch Mesh, irgendwas. Ja. Alles, was jetzt das Layout-Department tun muss, wenn die eine neue Plane da reinschicken, ist einer Plane wieder Plane benennen. Wenn wir hergehen und sagen, slash plane und dann ein Stern da hinten dran machen, dann ist quasi alles, was plane und nu irgendwie heißt, in dieser Gruppe drin. Und wenn wir jetzt einen Würfel in dieser Blender-Szene quasi plane benennen, dann wäre der jetzt da in dieser Gruppe drinnen. Was natürlich ein super procedural Workflow ist, weil das halt dazu führt, dass sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut einfach Assets ausgetauscht werden können. Ja. Und wenn man sagt, okay, man hat eine Low-Res-Plane, mit der man zuerst halt irgendwie mal arbeitet und dann geht man her und sagt, das wird irgendwann einmal High-Res-Plane, später im Workflow, dann braucht man eigentlich nur das ganze Netzwerk durchgucken, wenn man immer überall procedural Selektionen macht. Und es wird quasi alles automatisch abgedatet. Das ist die ganz große Stärke, warum das mit Alembic in Houdini super, super gut funktioniert. Weil ich brauche nur das File auf der Festplatte austauschen und einmal diese Houdini-Session durchlaufen muss. Im besten Fall natürlich. Und das ist das, was ich da dann noch gemacht habe. Ja. Ihr seht schon, ich habe da das Building rausselektiert. Ich habe dann, weil man kann immer nur einen Split machen und dann braucht man halt einen nächsten Split, dann einen nächsten Split, dann einen nächsten Split. Deswegen ist das dann so ein bisschen Struktur. Dann habe ich quasi dieses Gebäude rausselektiert, dann die Kisten, weil die brauchen wir wahrscheinlich auch kurz, dann die Plane und die Container. Und ganz zum Schluss bleibt uns noch über, gute Frage, was bleibt uns über, so Rubble, genau. Das ist so ein bisschen das Glanzex, was irgendwie herumliegt. Das sollte aber eigentlich da auch schon sein. Das braucht man immer raussplitten. Das sollte eigentlich da auch verfügbar sein. Genau, da ist unser Rubble. Ja. Und das ist halt quasi einfach in verschiedene Gruppen in Blender oder in Maya quasi so angelegt. Und wenn man das Alembic rausspielt, dann passiert das automatisch, dass diese Pfade mit gespeichert werden. Was aber jetzt schon noch der Fall ist, wenn wir uns unser Flugzeug anschauen, das ist, dass das natürlich noch immer nicht editierbar ist, weil wir haben jetzt einmal nur unsere Gruppe getrennt. Jetzt habe ich gesagt, wir haben da nur ein Primitiv, wir wollen aber vielleicht irgendwelche Polygon-Extrusions machen oder halt die Primitivs irgendwie abfragen, weil wir später wollen wir da irgendwie Pflanzen wachsen lassen und so weiter. Jetzt gibt es das Konzept von gepackten Objekten. Das heißt, man kann ein Objekt verpacken in eine drübergelegte Struktur. Das heißt, man nimmt alle Polygone, fasst die zusammen zu einem neuen Objekt und das neue Objekt kriegt genau einen Punkt. Und an diesem einen Punkt hängt quasi nur drinnen dieser Pfad. Und er sagt, und das ist natürlich super lightweight, weil wenn wir das Objekt jetzt verschieben,
dann brauchen wir nur einen Punkt updaten. Das Mesh bleibt ursprünglich an seiner eigenen, an seiner richtigen Position und wir verschieben nur den einen Punkt, das heißt die Referenz auf dieses ursprüngliche Mesh. Das heißt, wenn man sehr, sehr große Szenen hat, sind so diese diese gepackten Varianten super, super schnell. Es muss natürlich eine Möglichkeit geben, damit man das wieder unpackt und quasi diese drüber geklickte Struktur entfernt. Und das geht einfach mit dem Befehl unpack. Und was jetzt passiert, jetzt habe ich auf einmal wieder meine ganzen Polygonlinien verfügbar. Meine Points sind wieder alle da. Man kann sich das auch, es gibt bei jedem Node, gibt es so ein kleines Node-Info. Das geht entweder mit mittlerer Maustaste temporär auf oder mit I so lange auf, bis eine Änderung passiert. Und sieht schon, es gibt da in unserem Split gibt's nur einen Punkt, einen Primitiv, ein Vertices und ein Packed Alembic. Das sagt, dass hey, da ist noch irgendwas innen drinnen. Und in einem Packed Alembic kann alles Mögliche drinnen sein. Da können 300 GB drinnen sein. Nur wenn ich nur einen Punkt verschieben muss, dann brauche ich nicht 300 Millionen Punkte verschieben. Und eine Position und ein Path Attribut. Wenn ich da jetzt schaue, da habe ich jetzt 32.000 Vertices zur Verfügung, ein Punkt, Normals und UVs. Man sieht schon, das hat 1,33 MB. Und das hat 26 Kilobyte. Und das macht natürlich einen Unterschied, wenn man jetzt riesen Szenen hat. Ja. Und was aber bei dem Unpack jetzt noch der Fall ist, wir haben nur immer nur ein Primitiv. Das heißt, wir müssen kontrollieren, wann wir Alembic importieren, ist dann eh alles editierbar. Weil wenn ich jetzt irgendeine Abfrage mache, dann wird die funktionieren, also gegen Primitives, aber ich werde einfach irgendein Ergebnis kriegen, weil ja die Primitives nicht zugänglich sind. Das kann ich auch überprüfen, wenn ich da jetzt selektieren möchte und den 9er-Modus auch deaktiviere. Ich kann trotzdem keine einzelnen Faces selektieren. Ich bin zwar im Face-Modus, aber das geht nicht. Ne? Das heißt, wir müssen das jetzt noch konvertieren. Und da gibt es eben diesen Befehl convert, den habe ich da auch reingesetzt. Und jetzt habe ich auch Zugriff auf die einzelnen Faces wieder. Und jetzt haben wir genau die Geometrie, die wir auch im Blender gehabt haben. Oder halt in Maya. Oder 3ds Max oder whatever. Und dieser Zustand nach dem Unpacken, diese Polygone, das heißt Polysoup. Das ist quasi, es wird da quasi angezeigt, das Polysoup. Sie sind halt irgendwie verfügbar, aber eigentlich nicht. Und jetzt haben wir eine ganz normale Geometrie, mit der wir auch arbeiten können. Man entpackt halt normalerweise nur die Sachen, mit denen man tatsächlich arbeitet. Da kann man sehr wohl die ganze Szene einer importieren, aber ich unpacke mir halt nur die Sachen, die relevant sind für meinen Effekt. Und dann bleibt die ganze Szene super schnell. Und hinten nachher verpackt man wieder alles und speichert es wieder raus. Klar soweit. Ist es also ein bisschen ein Overhead, der halt einfach dazugehört, aber mit großen Szenen braucht man halt oft auch ein bisschen mehr Effizienz, damit das sauber funktioniert. Genau, und das habe ich halt da für die gesamte Szene gemacht. Und dann habe ich da jetzt am Ende des Tages habe ich sozusagen die ganzen einzelnen, und ich habe ein bisschen so Normals gefixt, weil was ich da gemacht habe, das ist eigentlich ein bisschen größer. Und ich habe das dann ein bisschen zusammengeklippt und halt da wieder Polygone eingefügt und dann Normals berechnet. Das könnt ihr euch dann einfach ein bisschen durchschauen und dann habe ich es wieder verpackt. Weil wir entpacken es erst, wenn wir es wirklich brauchen. Ja. Nur die Geometrie repariert, damit die sozusagen, weil diese Kitbash-Meshes waren ziemlich dirty. Jetzt habe ich es quasi alles so aufbereitet. Ja. Ich habe ein kleines Problem bei mir, kann die für die Button-Network-Box nicht laden. Oder keine Ahnung. Okay, schauen wir kurz. Ja,
dann erkennt er irgendwie selber, dass was für das ein Genre das nicht. Genre. Und das Einzige, was ich da jetzt ganz zum Schluss gemacht habe, das habt ihr so noch nicht. Ich meine, den Rubble braucht man eh nicht unbedingt, aber das ist bei euch, schaut das noch so aus. Bei diesem Outbuilding Clean 5. Da ist wahrscheinlich, wird nichts angezeigt, wenn man den markiert. Und das muss nur auf den Split 6 immer verbunden werden, auf den zweiten Ausgang. Dann sollte da dieser Rubble auch auftauchen. Und das ist Split 7, den kann man löschen. Das war ein Schlampigkeitsfehler. Weil grundsätzlich so die Selektion, die man macht, kommt immer links an diesem Split raus und alles, was nicht selektiert ist, kommt rechts raus. Das heißt, es geht nichts verloren in dem Split. Es sind entweder da oder dort. Und diese Scene Preparation, die kann natürlich auch ein Eichel dauern. Wie gesagt, ich habe ja vorher gerade mit euch gesprochen und gesagt, ich habe diesen einen Kurs gemacht. Und das ist halt einfach mal zwei Wochen nur Scene Preparation. Es kann einmal ein paar Tage dauern, bis das wirklich alles so ist, dass man sagt, das passt, wenn die Szene dementsprechend groß ist. Genau, und was dann ist, damit diese Attribute, weil ich habe sozusagen die Geometrie gefixt und dann habe ich das wieder gepackt. Und damit diese Attribute für uns auf den Punkten verfügbar sind, kann man Attribute promoten. Wir haben schon mal eine Group Promote gebraucht die Woche. Dass wir quasi aus einer Punktgruppe eine Primitive-Gruppe gemacht haben, das kann man mit Attributen auch machen. Und das ist oft recht praktisch, dass man wirklich dieses Pfad-Attribut auf den Punkten drauf hat. Weil dann kann man sozusagen währenddessen man über Punkte iteriert, gleichzeitig auch gleich das abfragen, ohne dass man komplizierte Funktionen benutzt. Deswegen promote ich ganz gern diese Pfade einfach von Primitive nach Point, das habe ich da gemacht, und die Promotion-Method ist einfach Minimum. Dann nimmt er einfach das erste Ergebnis, also quasi das geringste Ergebnis, das er findet, das aber eh nicht da genauso viele Punkte wie Primitives gibt, nimmt er das erste. Dann steht halt jetzt bei jedem Punkt zusätzlich nur dieses Pfad-Attribut dabei und dann Primitive ist weg. Das heißt, das wird nur von dort da oben kopiert, weil da ist es so, dass das ein Pfad ist, also ein Primitive ist, und da ist es dann gut. Es ist einfach ein bisschen einfacher zugänglich dann. Das ist der einzige Unterschied. Genau. So, jetzt haben wir da unsere Szene. Was aber so ein bisschen Geschichte ist, wir haben ja jetzt noch nicht gelernt, wie wir die miteinander verknüpfen. Wir haben gesagt, wir würden jetzt ganz gern da irgendwie Gras wachsen lassen in diesem Bereich. Mit dem würde ich einfach einmal starten, weil das ist relativ schnell gemacht. Und dann können wir uns diese Growth auf dem Container mal anschauen. Und das heißt, wir müssen jetzt einmal diesen Patch selektieren, mit dem wir starten wollen. Und das bietet sich an, dass man das in verschiedene Nodes aufsplittet. Das heißt, wir haben jetzt unseren ersten Geometry-Node, in dem die Prep passiert, Preparation. Und dann mache ich einen zweiten Geometry-Node. Und da können wir jetzt einfach einmal sagen, Grass. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sobald da reingehen, verschwindet ja unsere Geometrie. Ja. Das hat nur damit zu tun, dass es ausgeblendet wird. Das kann man ausstellen, wenn man mag. Das findet sich
Da unter dieser blauen Sphere über dem Viewport gibt es so eine kleine blaue Sphere und da gibt es Hide Other Objects, Ghost Other Objects oder Show All Objects. Und wenn man ghostet, dann hat man einfach sozusagen so ein leichtes Overlay und wenn man es shows, dann sind sie ganz normal sichtbar. Ich arbeite normalerweise in einem Ghost oder Hide, weil wenn man auf Ghost geht, dann sieht man die Objekte zwar, aber man weiß, dass sie nicht im aktuellen Objekt sind. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt unsere Szene, unser Mesh sozusagen in den richtigen Bereich? Wir können mit Object Merge auf ein anderes Objekt verweisen und von dort die Information abgreifen. Jetzt muss ich noch schauen, was ich mir nochmal geholt habe, dass wir nicht gleich Wurzeln rein haben. Das war glaube ich die ganze Szene, genau. Und man sieht schon, es gibt jetzt da ein Object und eine Group. Und wenn ich jetzt da auf diesen Node Selector klicke, dann kriege ich jetzt dann eine Selektion, aber nicht von irgendwelchen Files, sondern von meiner Node-Hierarchie. Und wenn ich da jetzt schaue, jetzt habe ich quasi mein OBJ und dann habe ich Grass und dann habe ich Prep. Und wir wissen, okay, unsere Szene ist in Prep. Deswegen klappt er da jetzt einmal auf. Und jetzt ist es auch klar, warum wir das groß schreiben möchten. Weil nämlich alle großgeschriebenen, Nodes in Caps ganz oben auftauchen. Und da habe ich jetzt quasi dieses Out-Prep, ist für uns relevant. Und wir wollen Export Relative Path anwählen, damit wir das später auch zum Beispiel in einer Unterhierarchie verschieben können und nicht überall die Pfade updaten müssen. Und dann sagt man einfach Accept. Das heißt, es ist Prep, Out-Prep und dann Export Relative Path. Und dann kriegen wir auch wieder diese Unix-Pfaddarstellung. Wenn wir sagen Punkt, Punkt, ein Verzeichnis hoch, dann also quasi aus diesem Node raus ist das erste Punkt, Punkt. Dann das zweite Punkt, Punkt ist aus diesem Netzwerk raus. Und dann sind wir ja quasi da. Und dann geht es runter nach Prep und Out-Prep. Man kann das auch einfach händisch eintippen, das ist ein String. Also quasi alle so Geschichten sind immer Strings oder Parameter. Oder so. Und jetzt haben wir das da verfügbar. Und was wir jetzt natürlich machen können, das ist, dass wir da wieder splitten und uns unsere Selektion wieder rausziehen. Und deswegen habe ich sozusagen auch da diesen Path rüber gemappt, weil wir das voll einfach quasi machen können. Das heißt, wir können da jetzt wieder splitten. Und mit dem 9er Modus oder nein, das machen wir einfach anders, das zeige ich so. Points. Ja, Points und das brauchen wir nämlich dann mit dem 9er Modus machen. So, Add Path ist gleich, das kann man selber einfach auch reinschreiben. Und das war Unterstrich, Slash, Floor, Stern. Aber man sieht sehr, sehr gut. Unser Group Type ist Point. Ja. Sonst funktioniert es natürlich nicht, weil auf den Primitives gibt es dieses Attribut nicht. Ja. Es passiert aber keine Fehlermeldung, weil im Endeffekt entsteht ja kein Fehler. Die Selektion ist einfach nichts. Ja. Deswegen Points. Und dann können wir das wieder anpacken, weil wir haben das ja noch vorher noch mal verpackt. Und Transfer Attributes brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir eher ein neues Objekt erstellen. Aber man kann jetzt sozusagen, wenn man Geometrie anpackt, kann man Attribute mitnehmen von diesem gepackten Element und quasi runtertransferieren auf unsere eigentliche Geometrie. Das geht theoretisch. Man sieht schon, wir haben da jetzt dieses Path-Attribute auf diesem
gepackten Element. Und wenn ich das anpacke, dann ist dieses Path-Attribut auf einmal weg. Ja, ich meine, es ist jetzt da auf der Geometrie drauf, aber vielleicht möchte ich auch andere Attribute mit transferieren. Und wenn ich sage, ich möchte das da mit transferieren, dann kann ich das da angeben. Und dann sieht man, jetzt hat er quasi die Information mit overkopiert auf die Geometrie. Vor allem, wenn man bestehende Geometrie verändert und dann wieder zurückschickt, ist es wichtig, dass man die immer mitnimmt. Und das kann manchmal ziemlich, ziemlich schwierig und anstrengend sein, dass man die Attribute dort hat, wo sie hinkommen. Aber das braucht man in dem Fall jetzt nicht, nur dass Bescheid wisst, dass es grundsätzlich geht. Aber was wir jetzt schon sehen, was ist denn jetzt das Problem? Wir wollen einen gewissen Bereich selektieren, haben wir gesagt. Am besten da zwischen Container und Kisten und Flugzeug. Wenn wir das jetzt selektieren wollen, was haben wir da für eine Schwierigkeit? Es soll wirklich nur dieser Bereich von da bis da her sein. Es ist nur ein großes Fass, ganz genau. Sonst erstes Problem. Jetzt wollen wir eigentlich sozusagen da ja nur Gras wachsen lassen, das heißt, die Topologie ist uns relativ egal. Das heißt, wir können das einfach remeshen. Und remesh ist eine Funktion, die Triangles, Triangle Approximation von der Szene macht. Man sieht schon, das dauert ganz kurz und jetzt kriegen wir halt einfach eine Triangle Approximation. Jetzt können wir sie genau den Bereich selektieren, den wir wollen. Und das können wir wieder genauso machen, wie wir das eh schon gemacht haben. Wir machen ein Objekt und eine Gruppe und selektieren uns den Bereich. Das kennt ihr eigentlich eh schon. Deswegen mache ich das jetzt dann relativ schnell. Es gibt den Group. Und wir wollen das natürlich procedural selektieren. Das heißt, wir wollen das mit einem Objekt machen. Und wollen das möglichst procedural machen, deswegen wieder mit einem eigenen Transform-Objekt. Und wenn ihr so ein bisschen das Problem habt, dass die Selektion da nicht abgedatet wird, dann ist das leider so. Also, dass man quasi die Selektion immer nur kurz sieht, das ist leider ein bisschen gemein. Weil sobald man ein anderes Objekt selektiert, ist es ja so, dass das quasi verschwindet. Der Einfachkeit halber kennt ihr natürlich auch, wenn ihr Escape druckt, in diesen Top-View wechseln, wenn es euch damit leichter tut. Und dann die Leiter verwenden zum Beispiel. Es braucht nur ein ungefährer Bereich sein, wie gesagt, das ist jetzt nicht so genau. Mit 1 kommt man wieder zurück in den Perspective-View. Mit 1. Und das kann auch ruhig einmal eine Primitive, einfach eine Point Selection sein. Das Einzige, was ich mache, ich passe darauf auf, dass ich da jetzt am Rand keine Selektion mehr habe, quasi an dieser senkrechten Fläche. Senkrechten Fläche. Dass da keine Points mehr mit drinnen sind. Man könnte es natürlich schon auch machen, dann muss man es halt nur mal wegselektieren. Mit einer Normalabfrage. Die haben wir ja auch schon gemacht, wenn ich sage, ich möchte nur die Faces haben, die nach oben gingen, dann kann man ja nachher nur eine zusätzliche Gruppe machen. Keep by Normals kann man ja hinzufügen. Das geht aber nur dann, wenn man eine extra Gruppe macht, also eine extra Gruppe hat. Glaube ich. Schauen wir. Ja, genau, invertiert quasi. So. Das geht schon gemeinsam auch. Das heißt, ihr könnt da einfach
Das ist Keep by Normals mit dazu noch nehmen. Man könnte es ja euch als Vier irgendwo anders hinschieben. Ich sag, das ist einfach eine Kombination von dem, was wir schon gemacht haben. Das bietet sich auch an, dass man das auch, wenn man jetzt größere Flächen zu begrünen hätte, mal auf einem kleinen Bereich testet, weil dann geht einfach alles viel schneller. Ja. Und später wird man dann hergehen und das einfach auf den gesamten Bereich ausweiten, indem man einfach die Selektion entfernt. Jetzt schauen wir, ob da im Chat okay, nichts mehr ist. Habt ihr den Group Type of Points gestellt? Ja. Und ihr habt auch die Gruppe selber selektiert? Also den Group Node? Ja. Okay. So wie selektiert war es? Quasi, dass der Node selber gelb umrahmt ist? Ja. Okay. Genau, sollte im Viewport mal irgendwas nicht auftauchen, so wie es jetzt gerade der Fall war, dann ist das in den meisten Fällen einfach so, dass wirklich nichts passiert ist. Manchmal ist es aber auch so, dass Houdini halt irgendwie einen Fehler macht. Und dann kann man mit dieser Selektion, mit dieser Sortierung von der Gruppe überprüfen, ob denn Elemente in dieser Gruppe sind oder nicht. Weil wenn die mit einem 1 oder 3 stehen, ist zwar Integer, aber ist ein Boolean 1, also True, dann ist das der Fall. Alright. Und was wir jetzt machen können, das ist, dass wir einfach alles löschen, außer die Gruppen. Das heißt, es gibt einen zweiten Delete-Node und der heißt Blast. Und die beiden machen unterschiedliche Sachen. Oder haben unterschiedliche Zusatzfunktionen. Für jetzt können wir mal den Blast nehmen, weil dann habt ihr einfach beide gesehen. Wenn man nur was löschen will, ist es egal. Und dann kann man diese Grass Group angeben. Jetzt haben wir natürlich unsere Grass Group gelöscht. Aber wir wollen alles andere außer unsere Grass Group löschen, deswegen sagen wir Delete Non-Selected. Das heißt, alles, was nicht zu dieser Grass Group gehört, wird gelöscht. So weit, so gut. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben halt einfach unsere Szene einmal super simplifiziert. Es geht jetzt nur mehr um den Bereich. Ja. Von einem recht komplexen Ding, wenn man sagt, okay, da ist nur eine ganze Welt rundherum, dann ziemlich cool. Und was wir jetzt machen können, das ist, dass wir da einfach Punkte drauf skettern. Haben wir ja auch schon gemacht. So, die sind wieder super uniform, was mir nicht gefällt, deswegen die Relax Iterations wieder aus. Den Punkt Count nach oben, 10.000 oder so. Und jetzt sehen wir schon, dass das irgendwie nicht ganz funktioniert, wie sie das vorgestellt haben. Das geht dann jetzt natürlich ja überall hin, auch unter die Container zum Beispiel. Aber deswegen sind wir ja in Houdini und in dem Kurs,
damit wir uns genau über das Gedanken machen. Was wäre denn jetzt die Möglichkeit, dass wir überprüfen, wo denn Container stehen oder wo denn zum Beispiel was auf unserem Boden liegt? Haben wir alles schon gebraucht? Also es ist nichts Neues, in Wirklichkeit, nichts Neues. Ja, nein. Distance? Ja, Distance ist ziemlich ineffizient. Ja. Aber Distance geht in die richtige Richtung. Weil irgendwie müssen wir herausfinden, sozusagen, was in der Nähe ist. Ich meine, wir könnten uns auch vielleicht was anderes zuerst überlegen, dass man sagt, hey, ich möchte nur in gewissen Bereichen was haben. Vielleicht ist es ein bisschen einfacherer Zugang, dass man sagt, hey, ich hätte nur in gewissen Bereichen was. Was wäre denn eine Möglichkeit zu definieren, dass wir in gewissen Bereichen was haben und was nicht? Und wir brauchen wieder ein Attribut, das uns sagt, da darf man es kettern und dort darf man nicht kettern. Das heißt, es geht eigentlich wieder genau um das Gleiche. Wir haben Punkte oder halt in dem Fall Primitives, auf die wir drauf skettern, und wir können in gewissen Bereichen können wir halt einfach ein Attribut erzeugen, oder wir erzeugen überall ein Attribut, und im Endeffekt brauchen wir eine Schwarz-Weiß-Map, die halt uns halt dann sagt, okay, weiß, da dürfen wir Punkte spawnen, und schwarz dürfen wir keine Punkte spawnen. Bitte? Nein, wir können einfach eine Farbe verwenden. Wir haben wieder diesen Attribute Transfer kennengelernt. Und wir können ja sozusagen mit diesem, alle unseren Containern oder unserer Grundfläche eine Farbe geben. Und dem ganzen anderen Bereich geben wir eine andere Farbe. Und dort, wo sozusagen unsere Farbe einen gewissen Threshold hat, dürfen Punkte spawnen, und dort, wo nicht, nicht. Und dann kann ich später zum Beispiel auch diese Container verschieben und mein Gras wächst nur dort, wo es halt darf. Ich würde vorschlagen, man sieht also, es gibt da dieses Density-Attribut. Ja, wenn man dieses Density-Attribut aufdreht, dann wächst einfach nichts mehr, weil es das Density-Attribut nicht gibt. Ja, und wir können jetzt sozusagen einfach eine Map erzeugen, die halt dieses Density-Attribut erzeugt. Nichts anderes als dieser Falloff, den wir vorher beim Motion Graphics Modifier schon gebraucht haben. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal den Rest von unserer Szene, und der sollte eigentlich da drinnen sitzen, in unserem Split. Und wenn wir da jetzt, das sehen wir, das ist ein bisschen gemein, weil beim Split gibt es jetzt keine Möglichkeit zu schauen, sozusagen, was ist nicht selektiert. Das heißt, man braucht irgendein Null-Object, das können wir jetzt einfach auch machen. Das heißt, man macht ein Null und hängt das einmal da dran, und da sieht man, ja, sieht gut aus. Ja, da haben wir quasi alles außer unserem Boden. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und man kann das auch wieder benennen, das ist ganz gut, wenn man einfach zwischendurch einmal eine Null-Node hat, wo man sagt, okay, da ist dann drinnen, da ist dann das drinnen, everything else. Und dann gibt es halt einen zweiten, da drüben noch, wo ich sage Floor. Weil dann brauche ich nicht gezwungenermaßen in den Node reinschauen, sondern ich sehe auf den ersten Blick, was wo ist. Und was wir dann noch machen können, das ist da einfach einen Color unten dran hängen. Der Color ist wieder rot. Nur was halt irgendwie ist, man sieht schon, dass es rot ist, nicht wirklich rot. Und das liegt daran, dass wir da eine Geometrie haben, die noch immer verpackt ist. Und wenn wir die Distanz abfragen wollen, dann braucht man das als Unpacked. Deswegen müssen wir das unpacken zuerst noch.
Und dann sollte es auch gescheit rot werden. In dem Fall nicht. Okay. Dann konverten wir den Spaß noch. Na, aber das sollte eigentlich. Na, das sollte schon passen. Es kann auch sein, dass das an der Szene liegt, wie ich das abgespeichert habe, weil ich habe daheim ein Color Management installiert, dass er das da übernommen hat. Aber der Farbwert ist 1.0.0 und das soll für uns passen. Auch wenn es im Viewport jetzt nicht so dargestellt wird, wenn der Farbwert 1.0.0 ist, passt das. Ich habe daheim die Szene für die wissen, was das ist, mit SS abgespeichert und das hat er sich gemerkt. Schaut so aus. Aber man kann eben, wie gesagt, die Werte überprüfen und wenn die da sind, passt es. Ja. Und was wir jetzt natürlich nur brauchen, das ist bei unserem anderen Feld herüben, würde man gerne die Farbe schwarz zuweisen. Das heißt, wir machen quasi bei unserem Patch, unserem zukünftigen Gras-Patch, wollen wir die Farbe schwarz haben, weil anders würde es nämlich einfach weiß einfärben. Mit weiß haben wir nichts angefangen, weil dann haben wir uns mit den Werten ein bisschen schwer. Das ist rot, das ist schwarz. Und dann brauchen wir diesen Attribute Transfer. Attribute Transfer. Zwischendurch vielleicht einmal speichern. Und auf der rechten Seite kommt jetzt, steht eh required geometry transfer attributes from. Und auf der linken Seite kommt ja quasi unsere Geometrie rein. Und dann wird alles rot. Die Farbe wird wieder automatisch übertragen, weil es sozusagen eins von diesen Default-Attributen ist. Und was wir dann machen müssen, ist einfach die Distance ein bisschen zurückdrehen. Und ich blende jetzt dieses Ghost blende jetzt aus, damit dieses Glitchen weg ist. Was man aber machen kann, man kann diese Template-Geometrie anzeigen. Mit diesem rosa Flag, dem zweiten von rechts, kann ich mein Template anzeigen, damit wir natürlich eine Referenz haben, wo denn unsere Objekte sind. Ja, wie groß die Distanz zu unseren Objekten jetzt gerade ist. Ja. Auf der rechten Seite sozusagen, wo unsere Container und so weiter daherkommen. Und jetzt können wir natürlich ganz genau einstellen, wo darf denn kein Gras wachsen. Ja, das heißt, überall wo rot ist, wird dann kein Gras wachsen. Und überall wo rot ist, überall wo schwarz ist, schon. Ja. Das Einzige, was wir vielleicht brauchen, ist ein bisschen an Blend und dann kann man sozusagen die Distance auf 0 dran und quasi nur mit diesem Blend arbeiten. Das kann ein ganz kleiner Bereich sein. Und man sieht schon, die Auflösung von unserem Patch ist jetzt fast zu gering. Deswegen kann ich jetzt einfach in mein Remesh gehen, weiter oben, und die Target Size von dem Remesh vielleicht auf 0,15 stellen und die standardmäßig auf 0,2. Das ist die Frage, wie schnell die Rechner von der FH sind. Aber das dauert schon ein bisschen, haben wir gesehen. Oder 1, 2, 5, dann kriegt man halt einfach ein bisschen genauere Umgebung. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr auflösungsabhängig. Und man sieht schon, die Container funktionieren nicht so wirklich. Genau. Weil es wird nur, Attribute Transfer passiert nur zwischen Punkten. Ja. Weil unsere Punktattribute auf dem, also unsere Farbe auf den Punkten ist. Ja. Deswegen müssen wir auch unsere Container remeshen. Da müsst ihr aber aufpassen, wir wollen nicht die ganze Szene remeshen. Ja. Weil das wird natürlich sehr, sehr viel Performance in Anspruch nehmen. Weil wenn wir auch das Gebäude da hinten remeshen wollen und das Flugzeug, und in dem Fall reicht es einfach, wenn wir die Container vielleicht und die Kisten remeshen.
Weil für unseren Patch reicht das jetzt einmal. Und auch für die Rechner von der FH und so weiter. Aber grundsätzlich wäre es natürlich gescheit, alles andere auch zu remischen. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zu diesem Everything Else. Und können da jetzt natürlich unsere Selektion nochmal splitten und dort sozusagen dann nochmal remeschen. Ja. Man sagt schon, es ist ein ewiges Warten zurück. Ja. Man kommt drauf, hey, das funktioniert jetzt so nicht, ich kann auch wieder zurückgehen und das dort ändern. Und das ist die wirklich ganz große Stärke. Das heißt, wir würden da jetzt splitten. Unter dem Everything Else. Und schauen wir, ob das mit dem 9er Modus geht. Natürlich nicht. Dann können wir unser Attribut vielleicht zurück promoten auf die Primitives. Das heißt, wir machen vorher ein Attribute Promote, weil sonst funktioniert dieser 9er Modus nicht. Attribute Promote. Und wir wollen von Point nach Primitive. Und der original Name ist Path. Das heißt, das Attribut, das wir promoten wollen, geht von Point nach Primitive. Und das kann man immer überprüfen dann, ob das eh funktioniert hat im Geometry Spreadsheet. Sieht schon, das war vorher auf Points und jetzt ist es auf Primitives. Und dann können wir in unserem Split die Selektion wieder machen, wenn man die Taste 9 drückt. Dann sollte das Overlay wieder auftauchen und gegebenenfalls müsst ihr da das Path-Attribut wieder selektieren. Damit diese Selektion noch Path-Stern quasi passiert. Geht das? Und wenn das jetzt dann zum Beispiel in einem Games-Kontext ist, dann kannst du natürlich auch diese Splits exposen an der Game-Engine und dort dann Objekte reinziehen und sagen, hey, ich möchte sozusagen die Objekte nicht in meiner Selektion drinnen haben. Aber es ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, weil es jetzt von der Game-Engine quasi, also du musst das kompatibel machen mit der Game-Engine, aber grundsätzlich wird das genauso auch funktionieren, also von der Arbeit, von der Denkweise. Klappt das? Bitte? Von Point to Primitive, ja. Rufzeichen? Schauen wir mal, was das Rufzeichen heißt. Das ist der Fehler. Man muss uns
sagt, was ich nicht mache, ist, dass das erste, was das heißt. Und jetzt mache ich das Album-Part, jetzt mache ich das Part, bleibt quasi auf dem Holz. Ja. Nicht auf dem Netz. Also eigentlich, dann ist es wahrscheinlich aufwendiger, oder? Bei Ranker. Ja, ich würde es nicht glauben. Ja. Ja. Ich mache alles bei den Boxen, das fliegt sich nicht aus. Nein. Aber da ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Speck. Vielleicht habe ich dann einfach den Mr. Schwarzer mit dem Chat gemacht. Schau mal bei mir. So, warte mal. Nothing else, bla bla. Dann. Na, schau, bei mir ist das da dabei. Sollen wir die dann ausbauen? Warte mal, Rubble, Plane. Nein, die Plane ist bei mir extra schon. Ja, die Boxes. Die Boxes ist irgendwie wieder dabei. Ah ja. Ja, da habe ich wahrscheinlich oben bei der Gruppierung einen Fehler gemacht. Na, muss man jetzt selektieren. Ach, come on. Split. Manchmal ist das Interface ein bisschen weird, aber das habt ihr schon festgestellt. Dann gehe ich da auf Points und sage, ich würde es ganz gern. Come on. Wir würden gerne Rubber, wir würden gerne Boxes. Hallo. Ja, ich weiß jetzt da echt nicht wieso, wieso nicht. Weil eigentlich sollte es klappen, man sieht schon, da sind die Punkte. Und eigentlich sollte das jetzt da befüllen. Das ja, aber es geht wieder da und dort jetzt. Ich sehe, es geht da und dort nicht. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das einfach schnell händisch reintippen, weil dann kommen wir schneller zum Ziel, wenn das jetzt gerade nicht klappt. Es kann sein, dass wir einfach ein neues Synview brauchen. Wie gesagt, es gibt manchmal so weirde Sachen. Es wäre jetzt unwahrscheinlich, dass das bei allen gleichzeitig so der Fall ist. Aber okay. Und Split. Ja. Geht. Ja. Also machen wir jetzt über. Warte mal, 9, dann Attributes, achso, Points. Attributes. Okay, wenn ich gleich Synview mache, dann fast gecrashed. Okay. So, Path. Ja, und jetzt hat auf einmal das Selektieren funktioniert. Da ist aber tatsächlich die Plane dabei, das stimmt. Dann starten wir mal die Szene neu und ich schaue mir das an. Weil das sind die Container. Beim Rubble. Building. So, das ist das Building. Ah, warte mal. Krass. Da ist das Flugzeug, schau. Achso, das war da der Fehler natürlich. Ja, so, das geht weg. Boxes. Flugzeug. Container. Jetzt Trouble. Okay. Wenn ihr in diese Prep-Szene reingeht, also in das Object Prep, dann gibt es diesen dritten Strang, der da runterläuft, nach dem Split 3, auf der rechten Seite, der, wo Unpack 4 steht. Ihr könnt es ja ganz unten einfach abtrennen mit dem, mit der Schere, also Y. Und dann soll trotzdem noch die ganze Szene da sein. Und es hat sich quasi nichts geändert. Und dann können wir ganz normal weitermachen. Das ist quasi der Grund, weil da habe ich einfach eine falsche Verbindung gesetzt. Okay.
Das könnt ihr mal alle entfernen auf jeden Fall. Schauen wir trotzdem. Diesen dritten Strang, der Outbuilding Clean 1 heißt, den könnt ihr einfach rauslöschen. Also quasi unten die Verbindung abtrennen. Unter diesem Null einfach die Verbindung mit dem Y gedrückt halten und die Verbindung löschen. Was da ist, das ist quasi, dass ich, man schaut, da ist jetzt quasi die gesamte Geometrie nur mehr drinnen. Und die haben wir aber da sowieso. Das heißt, und das ist so was, wenn man zwei Stränge zusammenmergt, die ident sind, dann hat man einfach zweimal die Geometrie. Und deswegen hat wahrscheinlich auch jetzt das mit dem Split nicht funktioniert, weil er quasi, weil das Elektron irgendwie ein bisschen messy war. So, dann blende ich das wieder aus und wenn wir uns an Everything Else anschauen, das wird trotzdem noch immer alles genauso sein, wie es jetzt war. Und wenn wir jetzt auf unseren Split gehen und da jetzt diese Selektion nochmal bemühen, dann sollte es so sein, dass da Container und Rubble und Boxes, die kann man einfach mit Shift quasi im Text, den Text selektieren und dann quasi mit Shift dazu selektieren. Boxes, Container und Rubble. Und wenn man dann Enter drückt, dann sollte sich das automatisch befüllen. Mit genau diesem Faden. Und damit wir nicht genau vom Mesh abhängig sind, ich meine, in dem Fall ist es egal, weil es ist einfach nur Testszene, aber wenn Sie das wirklich super positional haben wollt, dann würden wir Boxes slash Stern mal wieder machen und Container slash Stern und Mesh slash Stern. Dieses Mesh ist von quasi, das ist die interne Nummerierung von Blender, die halt einfach mit übernommen wird, weil ich habe das Gitbash-File in Blender bearbeitet. Und aber ihr seht schon, das ist oft so ein bisschen, dass man halt einfach vor und zurück sich bewegen muss. Wenn man irgendwo Kleinigkeiten übersieht. Und man merkt, okay, das dauert schon ein bisschen länger, als das natürlich dauern würde, wenn man das alles händisch macht. Aber im Regelfall kann man normalerweise Änderungen in einem kreativen Prozess und ab der ersten Änderung gewinnen. Und diesen Split würde ich jetzt sozusagen dann unpacken, also in diesen Unpack reinsetzen. Dann wird man das Ding einfärben. Und remeshen wollen wir noch, haben wir gesagt. Beim Remesh aufpassen auf die Werte, dass die nicht super klein sind. Die Target Size, das ist immer in Welteinheiten. Das heißt, wenn eigentlich eine Szene riesengroß ist, dann kann es extrem viel Geometrie erzeugen. Ich stelle jetzt da wieder die 1,5 ungefähr ein, damit die Boxen auch noch quasi, also die Container halbwegs gut erkannt sind. Und wenn wir auf unseren Attribute Transfer springen, dann sieht man eh, dass der schon ein bisschen denkt. Aber man sieht jetzt da, dass sozusagen dort, wo unsere Container stehen, wir unsere rote Fläche haben. Auf der rechten Seite haben wir diesen Unpack gehabt, dann haben wir remeshed auf eine Size, die halt irgendwie feasible ist, dann färben wir das Ding ein und dann machen wir einen Attribute Transfer. Und die Distanz ist bei mir, die Distance Threshold ist 0 und der Blend Width ist 0,2.
kann man natürlich auch ein bisschen kleiner machen, wenn man das genauer haben möchte. Da braucht man natürlich wieder mehr Auflösung. Ja, das liegt an euch. Okay. Ich kann das nochmal herzeigen mit dem Split. Dann lösche ich da meine Selektion einfach nochmal raus. So, jetzt läuft mein Remesh wieder, den möchte ich eigentlich nicht. Achso, wegen dem. Ja. Müsst ihr nämlich aufpassen, wenn ihr da Template-Tag gesetzt habt irgendwo und ihr macht upstream eine Änderung, dann wird natürlich auch jedes Mal quasi bis zu dem Template-Tag berechnet, weil er den Viewport updaten muss. Und dann wird Houdini gefühlt sehr, sehr langsam, weil er jedes Mal remeshen muss, jetzt in dem Fall. Das ist mir gerade passiert. Und bei diesem Split, hast du diesen Attribute Promote noch drinnen oder hast du den schon gelöscht? Nein, den habe ich schon. Okay, dann musst du diesen Group-Tab auf Points stellen. Ja. Dann kannst du in diesen Selection-Modus gehen, indem du diesen Mauszeiger ganz rechts klickst. Und wenn du dann die Taste 9 drückst, dann sollte dieses Overlay wieder auftauchen. Und unter Attributes sollte der Path auftauchen. Also Zahnrad, Attributes, Path. Genau. Und jetzt müsstest du eigentlich diese 5 Zeilen haben. Und dann kannst du sagen, ich möchte die Boxes selektieren, ich möchte den Container und zum Beispiel alles Wrap. Okay, dann hat es vielleicht upstream irgendwas. Genau, wir bauen Boxes, Container und Rubble, weil dann sparen wir uns das Flugzeug zu remeshen. Und genau. Und dann sollte dieser Attribute Transfer eigentlich funktionieren. Wenn wir uns jetzt nur diesen Patch anschauen, dann sieht man genau, wo der Container steht. Oder halt da die Kisten. Da hat man sogar dort, wo quasi die Holzpaletten, die steht auch auf so kleinen Streifen. Ja, und sind sogar divisible. Und wenn man jetzt die Auflösung weiter erhöht, quasi und die Distanz von diesem Transfer reduziert, dann könnte man es auch so einstellen, dass da drunten ganz normal wächst zum Beispiel. Und halt unter den Füßen der Palette gar nicht. Ja. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich halt einfach mit den Computern, wir sind jetzt schon bei 41% Speicher. ein regelmäßiger Restart von Houdini lässt sich auch nicht vermeiden, leider unter Windows, weil das mit der Speicherfreigabe nicht so sauber funktioniert. Aber es war absolut, solange man jetzt nicht super viel simuliert. Aber je mehr Arbeitsspeicher, desto besser. Sind alle soweit? Gut. Und jetzt können wir natürlich scattern. Wir wollen aber überall dort scattern, wo schwarz und nicht wo rot ist. Weil sonst würden wir ja wieder genau unter unserer Geometrie scattern. Vorschläge. Gibt es Vorschläge? Ich habe gesagt, wir brauchen so ein Density-Attribut.
das gemacht haben, als wenn sie gehen. Was wäre der einfachste Weg, der reinfällt? Genau, wir können einfach, also es gibt zwei Möglichkeiten, man kann einfach da reinschreiben @cd.x, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber wir wollen ja das Inverse davon, also eigentlich quasi 1 minus. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen vorher einen Wrangle. Und da kann man einfach sagen f@density ist gleich 1 minus und dann @cd.x. Und das ist halt voll oft einfach so, dass man einen Anzeiler irgendwie reinschreibt, da gibt er das kleine Node-Editor rein. Das passiert jetzt sehr, sehr oft, dass man einfach einen Einzeiler braucht oder so. Man könnte das jetzt sicher irgendwie mit Nodes und so auch lösen. Ja. Aber so ist es halt einfach sauber und ja, einfach. Und dann ist es so, dass wir das dann noch aktivieren müssen und einfach sagen müssen, hey, Density-Attribut. Und jetzt wird nur mehr dort gescattert, wo unser Density-Attribut einen gewissen Wert hat. Und man sieht schon, das funktioniert jetzt so sauber nicht unbedingt. Ja, man sieht schon all den roten Bereichen. Was man jetzt machen könnte, das ist, dass man den Wert natürlich nur mappt. Das kann man machen, wenn man will. Jetzt zeige ich schnell, wie das geht. Weil wir haben jetzt dort eine Range zwischen 0 und 1. Und wenn wir dort einen Ramp einfügen, der von 0 bis 1 geht, und der Ramp geht immer von 0 bis 1, dann kann ich jetzt ja diese Werte remappen, ja, und sagen, über dort, wo 0 ist, soll, über dort, wo 0,1 ist, soll 0 sein. Im Endeffekt machen wir sozusagen einen Fit Range, mehr oder weniger. Und das kann man einfach mit einem Channel Ramp machen. Den Channel F haben wir gestern kennengelernt, CHF. Und der Channel Ramp, CH Ramp, kann man auf. Und jetzt mache ich es sicher wieder falsch. Zuerst den Namen, glaube ich. Das ist einfach Remap. Beistrich und dann 1-cd.x. Ja, der macht alles gleiche. Ja. Und jetzt kann man einfach hergehen und sagen, hey, ich würde das quasi nur weiter abgrenzen. Ja. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Remap. Aber da wir da sowieso die Funktion schon haben, brauche ich nicht extra einen neuen Node. Ja. Also ungenau ist wegen dem Verben Distance? Nein, es ist einfach so, dass sobald der Density-Wert nicht mehr 0 ist, scattert oder dorthin mit einer gewissen Dichte. Und da wir halt dann doch 10.000 Punkte scattern, tauchen halt ein paar dort auf. Ja. Und so kann ich halt einfach meinen Wert remappen. Und man kann dann auch eine gewisse Kurve zum Beispiel vergeben. Ja. Und sagen, hey, dort wo die Werte 0,5 sind, hätte ich gern super viel. Und das hilft uns natürlich auch zu sagen, hey, in den Bereichen um unsere Area möchte ich gern viel groß haben. Ja. Oder hohes groß haben. Weil das kann man natürlich dann auch sagen, hey, den P-Scale dementsprechend erhöhen in diesen Bereichen, wo die Density hoch ist. Ja. Aber es ist jetzt einfach quasi ein bisschen Spielerei. Aber das macht es ja dann aus. Ja, die Kleinigkeiten machen es aus. Genau. Wie bist du nochmal an die Ramp gekommen? Die Funktion heißt einfach, sorry, ich vergiss das immer, dass ihr da hinten nichts seht. Die heißt Channel Ramp. Und die hat zwei Parameter. Der erste Parameter ist der Name des Parameters. Da darf kein Leerzeichen enthalten sein. Remap. Und das zweite ist der Wert, über den sozusagen dieser
Parameter läuft und dieser Wert sollte immer zwischen 0 und 1 sein, weil die Ramps immer nur zwischen 0 und 1 gehen. Genau. Und wenn man dann auf dieses Plus drückt, rechts vom... Genau, dann taucht dieses Ding auf und man kann das dann auch nochmal aufklappen. Man kann diesen Ramp nochmal aufklappen, dass er halt einfach so verfügbar ist. Und es gibt dann auch verschiedene Modi, man kann das hin und her flippen mittlerweile. Ist einem letzten Release dazu kommen oder sagen, ich hätte gern das smooth oder gesteppt oder whatever. Und den Wrangle nenne ich jetzt einfach Remap. Ja, dann weiß ich später, was wir da gemacht haben. Und dann können wir einfach mit einem Copy to Point schon mal testen, wie das denn ausschaut. Copy to Point. Und ich will das da einfach mal eine Line drauf kopieren. Es gibt eine Polygon Line mit zwei Punkten. Ist einfach die Line. Bei mir klappt es irgendwas bei dem Scatter nicht. Davor passt alles, und sobald das Scatter dazu kommt, fehlen die Punkte. Okay, bin ich sofort bei dir. Genau, und ich kopiere da jetzt einfach mal eine Line drauf, und man sieht schon, die Line liegt dann am Boden. Gesehen habe, ich warte auf den 4K-Bildschirm und vergiss es nicht. Full HD. Diese Points sind bei euch natürlich dementsprechend also super klein, in manchen Fällen. Man kann die Point Size im Viewport auch verändern, indem man die Taste D über dem Viewport drückt. Gibt es unter Geometry gibt's diese Point Size. Die ist standardmäßig auf 3 Pixel eingestellt. Und wenn natürlich die Display-Auflösung dementsprechend hoch ist, dann sind 3 Pixel relativ wenig. 6 oder 7 funktioniert dann ganz gut. In 4K. Hat das hin? D wie Dora. D für Display. Und dann unter Geometry. Und dann im linken unteren Drittel gibt es die Point Size. Und das kann man einfach zumachen, das wird so gespeichert. Also für die Session. Wenn man es als Default haben möchte, gibt es diesen Save as Default Button. Und was ich dann gemacht habe nach diesem Scatter, ich habe ein Copy to Points gemacht, weil wir wollen ja auf unsere Punkte drauf kopieren und habe dort eine Line drauf kopiert. Die Line selber steht aber im Raum, wie man sieht. Sie wird aber liegend drauf kopiert. Und das hat wieder was mit unseren Normals zu tun. Deswegen brauchen wir da wieder eine Normal. Der jetzt einmal. Und sobald eine Normal existiert, stehen dann auch unsere Linien. Also ein Normal muss auf den Scatterpunkten
entstehen. Und die Linie können wir natürlich ein bisschen kürzer machen, da ist die Länge 1 Meter und ein Meter hohes Gras ist ein bisschen viel. Also die, da die Frage auch noch bald auftaucht ist, Houdini hat als Standardeinheit Meter. Und ist auch ganz gut, wenn man das dabei belässt, weil nämlich vor allem bei den ganzen physikalischen Simulationen und so weiter ist natürlich alles auf Meter konfiguriert. Und die Kräfte und so weiter, die man halt dann sonst irgendwie hat, sind irgendwie super wirr, wenn man nicht Meter einstellt. Deswegen am besten die Objekte dorthin skalieren, wo man sie gerne hätte. Das heißt, die Szene, hast du Szene ist immer Meter und Kitbash-Modelle sind auch immer in Meter. Und das, also das ist alles so ist geehrt. Und wenn wir jetzt eine Ebene nach oben gehen und unsere Prep-Szene wieder einblenden, dann sieht man nur den Rubble, weil mein Display-Flag woanders steht. Genau, dann sehen wir unsere schöne rot-schwarze Wiese. Was ich mache, unter diesem Copied Points füge ich einen Color ein und mache es einfach einmal grün. Schönes Giftgrün. Das ist schon ein bisschen arg. Diese Parameter haben auch oft, so wie diese Color-Parameter, haben oft verschiedene Modi. Das ist vor allem bei diesem RGB recht spannend, man braucht da nicht die Werte eintippen. Sondern man kann auf dieses Color-Wheel klicken, dann kriegt man einfach RGB-Slider. Und wenn man nur mit draufklickt, dann kriegt man HSV-Slider. Und das ist, wenn man doppelklickt auf eine Farbe, dann kriegt man so ein super Color Picker, wo man dann auch sogar in LAB und solche Sachen Farben einstellen kann, was halt super schön kreativ ist. Man kann dann irgendwie Farben speichern und ja. Jetzt soll es einmal ein normales Grün, also irgendwas ein dunkles Grün sein für mich. Das reicht. Dann mach einfach einmal einen neuen Sinn für. Ja, da lernt ihr schnell. Alright. Dann würde ich sagen, bis um 3/4 schnell Pause. Dann machen wir Grashalme. Und dann schauen wir uns an, wie wir verschiedene Grashalme da drauf gehabt haben, weil wir wollen ja nicht überall denselben Grashalm haben. Weil das ist natürlich auch, und wir können bis jetzt ja nur immer ein Objekt drüber kopieren. Und wir wollen ja vielleicht auch Varianten von unseren Kopien irgendwie rüber kopieren, weil wenn jetzt da 10 Millionen gleiche Grashalme sind, jetzt fad. Und rotieren wollen wir die Dinger natürlich auch wieder, aber das wissen wir eh schon, wie es geht. Okay, 5 Minuten bis um 3/4 und ich arbeite hier schnell wegen dem. Ich meine, das ist irgendwie so ein Steifen, kill your Masken fürs Grab, fürs Groß. Ja. Okay, also. Aber das ist das ist die Clipping Plane, oder? Ja, sicher. Das ist nur beim Groß. Ja, weil ich nur mit dem Feigen. Achso, okay, ja. Den, oder? Ja, mit der Szene langsam mal. Wir haben doch die Optimierung zugeschaltet.
Schauen wir mal, wie es mit unserer Streamer ausschaut. Drei Leute schauen regelmäßig, schauen zu. Das sind Julian und ich. Hä? Julian? Ja. Und dann wahrscheinlich der Alex noch. Aber ist ja für die Ewigkeit, also so gesehen. Genau, Grashalme noch, dann die Varianten kopieren und dann sind wir eigentlich wahrscheinlich eh schon fertig für heute. Also jetzt zeitlich. Und vielleicht können wir mit dem Growth, mit dem simplen Growth noch anfangen und das dann morgen fertig machen. Und dann können wir morgen mit ein bisschen Simulation starten. Das Gras ist immer noch da. Das Gras ist noch immer da? Ja, außer ich muss vielleicht nur mehr aufkommen. Nein, brauchst du nicht mehr auf. Alright, dann starten wir wieder. Ich würde vorschlagen, wir kommen mit drei verschiedenen Varianten aus. Ja, reicht uns das? Fünf ist ein wenig viel Arbeit. Ja, im Beispielfeil habe ich zwar fünf gemacht, aber
Es ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte eine sophisticated Szene machen und dann liegt das Ganze an euch und man sagt, hey, macht 10 Varianten, dann gibt es 10 Varianten. Am Ende des Tages ist das halt dann genau das, wo man dann den Unterschied sieht. Das machen wir aber am besten in einem eigenen Objekt wieder. Das heißt, wir können da einfach wieder ein Geometry-Objekt machen. Und das können wir einfach irgendwie Grashalm oder so nennen. Ich switch jetzt einfach auf Deutsch. Und das andere irgendwie. Oder Strand vielleicht. Strand. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich heile mal das ganze andere und ich sage da jetzt wieder eine Line. Und die Line kann vielleicht auch wirklich nur Punkt 1, also 10 cm hoch sein, weil dann sind unsere P-Scale-Werte nicht super klein. Das heißt, was wie in Maya das F, das man aus dem Objekt fokussiert. Ja, genau. Press F for respect. Das ist dann Space H. H ist Home. Das ist quasi dieser 45 Grad View auf den Nullpunkt. Genau. Du musst Leertasten dazu drücken. Und du musst im View-Tool sein. Ja, dann geht's. Ja, und sonst geht's halt quasi, ist leer der Kameramodifier, wenn du in einem anderen Modus bist, ist leer immer der Kameramodifier. Auch wenn du im Selection. Also leer und alt, beides im. Ja. Ja, wegen solchen Sachen stelle ich schon lange keine Fragen mehr, weil es hat einfach jedes 3D-Programm sein eigenes Navigationssystem. Das ist halt irgendwie leider. Genau, die Line habe ich jetzt einfach einmal auf 0,1 runter reduziert, dann gehen wir ein bisschen mehr Punkte her, also nicht so 15 oder so. Und über dem Viewport schnappe ich mal einfach, und das ist wichtig, dass man das über dem Viewport macht. Ich selektiere mal alle meine Points, also eigentlich nicht, sondern einfach nur Bend. Und Enter, achso, das können wir etwa machen. So. Bend. Dann haben sie eh halbwegs gescheit gemacht mittlerweile. Weil das ist das, wo Houdini nicht so gut ist. So Interaktion mit Objekten im 3D-Viewport, weil das braucht man nicht so viel. Ich habe gesagt, wir haben jetzt kein einziges Mal irgendein 3D-Face angegriffen. Wir haben eigentlich immer nur im Network-View gearbeitet. Und das ist das, wo Houdini halt einfach wirklich nicht so gut geeignet ist dafür. Das heißt, dieser Band, der tut jetzt da nichts. Genau, weil es da eine Capture Direction gibt und eine Capture Length. Und man kann es mittlerweile zum Glück interaktiv machen. Früher hat man das alles händisch noch eintippen müssen, sozusagen die ganzen Parameter. Und also wenn man bei diesem Band Node ganz nach unten fährt, dann gibt es quasi Set Capture Direction und dann geht halt diese, ja, geht diese View-Maske auf. Und da kann man quasi einfach einmal da unten klicken und einmal da oben klicken und dann hat man den Band. Man kann das aber auch einfach als Vektoren eintippen. 0, 0, 0 und dann quasi 0, 1, 0. Was schon noch geht, das ist, dass man die Points selektiert, nur wenn man später die Dichte von den Points erhöht, dann muss man wieder die Gruppe anpassen und so weiter und so fort. Alles so ein bisschen mühsam. Genau. Aber der neue Band ist ganz praktisch. Und genau, das soll einmal irgendwie sowas sein. Dann mache ich einfach eine zweite Variante davon, wo vielleicht noch ein bisschen ein Twist dazu kommt oder so. Oder halt quasi ein Band in eine andere Richtung. Und ein Rotate, da könnt ihr euch jetzt austoben. Achso, der Rotate muss natürlich nachher sein. Bitte? Dann kann es sein, dass du einfach nicht die Linie selektiert hast. Egal, was ist das?
Ja, dann hast du. Achso, du hast einfach, also nicht birgt, dann hast du einfach keine Punkte nicht. Du musst die Linie, braucht man Verteilungen. Ja, voll. Ihr habt die akustisch nicht verstanden gehabt. Und dann mache ich noch eine zweite, nur eine Linie, die vielleicht ein bisschen kürzer ist. Und auch wieder nur mehr eine andere Richtung hat. Also, wie gesagt, das ist jetzt super rudimentär, aber ihr könnt es da natürlich. Verschiedenste Varianten erstellen. Und was ich jetzt schnell mache, das ist, dass ich die alle in einen Merge gebe. Dann kann ich mir das gemeinsam anschauen. Und da gibt es auch einen Shortcut, der ganz praktisch ist, damit man einen Merge erstellen kann. Man selektiert alle drei Nodes und klickt dann auf den unteren Knubbel von einem von diesen Dingen und dann kriegt man drei so Linien. Und dann kann man einfach Alt klicken. Also irgendwo anders Alt hinklicken und dann wieder automatisch am Merge erstellt. Man sieht schon, die drei schauen jetzt bei mir so aus. Dann braucht man wieder einen Null-Node und der heißt wieder Out. Ihr seht schon, das hat einfach alles ein bisschen Struktur. Und das müssen wir jetzt überlegen, das muss ich schnell ausprobieren. Ich mache das ja gleich mal gemeinsam mit euch auch noch. Und ich habe es noch schon länger nicht mehr gebraucht, deswegen muss ich schnell schauen, wie es gegangen ist. Add Bringnum. Variante. Achso. Das ist ja eigentlich. Achso. Ja, genau, so machen wir das. Alright. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu erstellen. Und zwar ist es so, wir haben ja da unsere Punkte und auf diese Punkte kopieren wir nur unsere Linie drauf. Was wir aber stattdessen drauf kopieren wollen, ist unsere Linie. Das heißt, wir müssen uns die Linien wieder in unser Grass-Objekt drüber holen. Diese Strands, die blende ich jetzt einfach mal aus. Die braucht man nicht mehr. Die kann man auch auf oberster Ebene, kann man die mit R. Das ist einfach das Visibility-Tag. Wenn man sozusagen das ausblendet, das schaut jetzt in der Szene noch nichts aus, aber wenn man das zum Beispiel bei dieser Prep-Szene macht, R druckt, dann ist das quasi das Render-Flag. Das ist einfach Set-Visibility. Das grüne Flag ist das Selection-Flag. Dann kann man es nicht selektieren. Das ist im Viewport einfach nicht editierbar. Was auch recht praktisch ist. Und die Strands brauchen wir nicht mehr, aber wir brauchen das Grass.
Das heißt, wir sind jetzt wieder in unserem Grass-Objekt ganz unten drinnen. Und es gibt jetzt, früher hat es so einen Begriff gegeben, das hat Copy-Stamping geheißen. Das heißt, man schaut sozusagen seine Kopien an, oder seine Punkte an, und man kopiert dann abhängig von den Eigenschaften von den Punkten verschiedene Objekte drauf. Das heißt aber, dass man für jeden Punkt nachschauen muss. Was halt super langsam war. Ja, das hat halt dann dazu geführt, dass 100.000 Punkte zum Kopieren oft einmal ein paar Minuten dauern, weil man ja quasi rekursiv jedes Mal nachschauen muss, welche Punkte. Und es gibt diesen Copy-Stamp, gibt es auch noch. Aber wenn ihr das irgendwo seht, Copy-Stamping ist nicht mehr State of the Art, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber es ist so, dass sie in Houdini so viel ändert, dass halt oft manche Begriffe lang noch immer sichtbar sind, weil die Tutorials sind vielleicht 2 Jahre alt, aber das ist halt einfach nicht mehr so, wie man es macht. Ja. Was man stattdessen gemacht hat, damit das effizienter ist und einfach quasi nicht so viel Arbeitsspeicher braucht und nicht so viel CPU-Leistung braucht, diesen Variant-Workflow einzufügen. Und bei diesem Variant-Workflow ist es so, dass ein Attribut gibt, das heißt Variant, und das muss auf unseren Punkten drauf sein, auf unseren Standpoints, denen, und aufgrund dieses Attributs sucht sie sozusagen, sucht der Copy the Points auf der linken Seite auch nach diesem Attribut. Und wenn es das dort auch gibt, dann sagt er, hey, der Punkt hat das Attribut 1, dann kriegst du die Kopie 1. Der Punkt hat die Variant 2, dann kriegst du Variant 2. Und wenn jetzt aber und es müssen auf beiden Seiten natürlich Varianten verfügbar sein. Wenn jetzt irgendeine Variante auf der linken Seite existiert, die auf der rechten Seite nicht abgerufen wird, dann wird auch nie eine Variante davon auftauchen. Und umgekehrt. Wir schauen uns das einfach an, dann ist das relativ klar. Wir brauchen jetzt auf der rechten Seite auf jeden Fall sozusagen ein Attribut, das uns sagt, Variant. Ja, das muss ein Integer sein. Und das können wir am besten einfach mit einem Wrangle zum Beispiel erzeugen. Ich mache das ganz gerne mit Wrangles. Das wird mit einem Randomize genauso gehen. Und wir brauchen ein Integer-Attribut, das heißt i.variant. Ist gleich und das soll irgendein Random-Wert sein, der von unseren Punkten abhängig ist. Das heißt einfach einmal rand und dann @petinum. Weil Petinum ist unser Point Number. Das heißt, jeder Punkt hat ein Point Number und die ist mit Petinum definiert. Wo findet man diese Nummer? In unserem Spreadsheet ganz links. Das ist die Petinum. Das steht halt leider nirgendwo. Und die Random-Funktion gibt uns jetzt einen Wert aus, zwischen 0 und 1. Wir haben 3 verschiedene Varianten und wenn man schaut, unser Variant ist jetzt über 0, weil das wird ja zum Integer gecastet. Also das ist quasi ein impliziter Cast von einem Float zu einem Integer und wenn 0 Komma steht, dann wird das immer ein Nuller werden. Das heißt, wir müssen das einmal am besten mit 4 multiplizieren, dann kriegen wir Werte von also mit 3 multiplizieren ist damit, ja, von 0 bis 2. Und das können wir einfach implizit casten, das ist ganz egal. Sauber wäre es natürlich so, wenn man jetzt einen expliziten Cast machen möchte, dann ist es int, das wäre sauber. Dass man vorne quasi nochmal, also die gesamte Struktur in int und Klammern setzt. Aber Houdini macht das sowieso für uns. Ja. Und da den Wrangle bin ich jetzt einfach in Variant config oder einfach Variant. Und unser Copy the Points sagt das cool, aber ich weiß nicht, was ich einfügen soll auf der linken Seite. Weil da haben wir noch immer unser Line.
Das heißt, auf der rechten Seite gibt es jetzt diese Variant und er sagt, ja, habe ich nicht gefunden, ich kopiere einfach das, was da ist. Und in dem Fall ist das halt diese Line noch immer. Deswegen müssen wir zunächst unsere Attribute natürlich rein importieren. Object Merge. Und in unserem Object Merge gibt es wieder dieses Selection, den Selection Node Dialog ganz rechts bei Object 1. Und unter Strand haben wir ja unser Out definiert. Das taucht wieder ganz oben auf. Und dann gibt es dieses Export Relative Path. Und dann können wir sagen Accept. Und wenn man das jetzt markiert mit R, dann sollten da unsere drei Strands wieder auftauchen. Leertaste F ist Focus, Frame Selected. Und dann können wir das links reinsetzen in unseren Copy to Point statt unserer Line. Was passiert jetzt? Ist die Frage. Wir nehmen einfach nur das erste Ding, das er findet. Weil dieses Variant-Attribut muss auf beiden Seiten existieren. Das haben wir jetzt noch nicht definiert links. Ja. Ja, natürlich schaut es anders aus, aber es ist so, dass ihr wahrscheinlich entweder alle drei Linien seht oder nur eine. Und wir wollen aber quasi da unsere Varianten haben. Und es steht sogar, wenn man das PC-Attribut selektiert, da also quasi Name of an Integer oder String-Attribut, Point-Attribut, Corresponding Source und which parts should be copied to each target point. Und ja, in dem Fall funktioniert sogar, weil wir nur ein Primitiv haben, pro Objekt. Weil jede Line besteht genau aus einem Primitiv. Wenn wir jetzt diesen Strand anschauen und auf unsere Primitives wechseln, dann sagen wir, wir haben nur Primitives 0, 1 und 2. Und wenn dieses Variant-Attribut nicht auf den Punkten existiert, dann schaut er am Primitive nach und wird dort sozusagen nur die Primitives kopieren. Wenn wir jetzt aber Polyobjekte haben, dann würde er nur die einzelnen Faces kopieren. Damit es super sauber ist, müsste man sozusagen auf der linken Seite da jetzt einen Variant-Attribut erzeugen, weil wir haben jetzt nur Linien kopiert. Sobald wir da irgendwie Polywire machen oder so, würde er nur dieses einzelne Face kopieren. Eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist, wir haben schon diese Packed Primitives kennengelernt. Weil, wenn ich da jetzt nach dem Band am Polywire mache, also zurück in dem, können wir jetzt da Geometrie hinzufügen. Ich hoffe, dass das für die Szene nicht langsam wird dann. Aber wir sind zurück in diesem Strand. Da können wir wieder reinspringen. Und nach dem Band kann ich da am Polywire machen. Polywire heißt der Node. Und der erzeugt im Endeffekt eine Hülle um Geometrie rundherum. Sieht schon, die ist riesengroß, aber kann man jetzt einfach mal super klar machen. So wie, glaube ich, gestern zum Schluss dann noch kurz herzeigt. Weil wir wollen, ich meine, grundsätzlich kann man Lines natürlich auch ändern. Mit Mantra sogar ziemlich effizient. Und da ist es so, dass die jetzt überall ziemlich gleich ist. Und ich schaue jetzt nicht schnell, was das für Attribut war. Ich glaube, das ist das If war. Na. Jetzt geht einmal Hilfe auf. Sehr gut. Radius. Was ist Radius?
Ja, es ist viereckert, weil einfach vier Seiten definiert sind. Dieser, der hat einfach zwischen. Ja, weil vier Seiten definiert sind. Aber das reicht uns. Und was jetzt der Fall ist, jetzt funktioniert das mit dem Kopieren auch nicht mehr. Auf der anderen Seite drin. So, jetzt ich genau. Aber das können wir jetzt für alle unsere, können wir einfach mal einen Polywire einfügen. Das müssen wir da dreimal machen. Dann 1, 2, 3. Und war das Cable? Polywire Radius. Red width, eigentlich schon. So, damit das kann natürlich sein. Weil was wir natürlich schon haben wollen, das ist, dass vielleicht oben wir ein bisschen weniger haben und unten ein bisschen mehr. Ja, genau. So sollte das funktionieren. Und dieser Polywire, man kann da einfach Attribute einfügen in diesen Wire Radius. Und wir haben uns das gestern kurz angeschaut und das ist natürlich sehr oft der Fall, dass man das, also das war am Abend, kurz bevor wir eigentlich eh schon alle draußen bei der Tür waren. Deswegen schauen wir uns das jetzt am besten nochmal an, würde ich vorschlagen. Es ist so, dass dieser Polywire nicht überall diesen gleichen Radius haben muss. Er kann natürlich auch irgendwo anders mehr und irgendwo anders weniger sein. Bei Grashalmenüs ist es halt einmal so, dass die halt oben meistens ein bisschen dünner sind oder so. Deswegen können wir da jetzt zum Beispiel nur mal diese Linie anschauen und bei dieser Linie ist es ja so, dass wir gern da Koordinaten hätten, eigentlich, wie weit wir auf der Linie fortgeschritten sind. Und dazu gibt es eine Funktion in Houdini, die heißt Prim, Vertex Prim Index und die findet ihr in diesen Vex Functions. Gibt es einfach Vex Functions und dann gibt es die Vertex Prim Index heißt die Funktion. Und das ist so, dass man quasi eine Geometrie angeben muss und was der lineare Index ist davon. Und das können wir quasi selber ausrechnen. Die heißt einfach, ich kopiere euch das dann gleich wieder in den Node-Editor rein, damit das alle lesen können. Und die Geometrie ist immer sozusagen das Objekt, der Input, den man da verwendet. Das ist uns bis jetzt noch nicht untergekommen. Aber wenn ich sage, ich möchte zugreifen auf diese erste Geometrie, dann muss ich da 0 angeben bei Geometrie. Wenn ich auf das erste zugreifen, also auf die zweite zugreifen möchte, dann muss ich 1 angeben, 2 und 3, weil ich kann natürlich auch da mehr reinschicken und ich habe dann auch Zugriff auf andere Geometrie, was zum Vergleichen von Sachen zum Beispiel voll super ist. Ja. Wir können da jetzt einfach 0 angeben und dieser lineare Index, das muss ein Integer sein, haben wir eh schon gesehen. Und ich muss jetzt das dazu nehmen nachschauen. Genau. Und Vertex Prim Index. Den braucht man eigentlich alle heiligen Zeiten einmal. Und da kann man jetzt sagen, weiter, Extended Vex, Vex Snippets. Genau. Und da möchte man gerne die Vertex-Nummer. Ja, add Vertex-Name. Und dieser Vertex-Name ist quasi der Punkt, auf dem wir gerade sitzen, der jetzt gerade angeschaut wird. Und das möchte man durchdividieren durch die Anzahl von Gesamt-Vertex, die wir in diesem Primitive haben. Add num-Vertex.
So, Vertex-Num ist quasi, wo wir jetzt gerade sind, und Num-Vertex ist die Gesamtanzahl. Und dann kriegen wir einen Wert zwischen 0 und 1. Und das kann man einfach machen mit f at u. Können wir uns das einmal anschauen. Und ich kopiere euch das jetzt gleich in den Editor. F at u, das ist einfach eine Variable, die habe ich jetzt so genannt. Das ist gleich Vertex Prim Index. Dann Klammer auf 0, das ist die Geometrie, auf die wir zugreifen. Und dann der Index, auf den wir uns gerade befinden. Vertex-Num. At VTX-Num. Und das dividieren wir durch die Num-Vertex, durch die Gesamtanzahl. Und wenn ich stehe auf dem fünften Vertex durch 100, dann kriege ich halt 0, irgendwas. Ja. Und wenn man sich das anschaut, es gibt jetzt da, ich blende das eben ein, ist schon da, gibt es jetzt da sozusagen 0 bis 9,3. Und im Endeffekt muss man da noch plus 1 dazu ziehen. Achso, plötzlich minus 1. Dann wird da eigentlich 0 bis 1 rauskommen. Weil sonst haben wir hinten immer diesen 1. Also der letzte Wert ist dann nicht 1. Also da gehört noch minus 1. Damit man sozusagen, weil die Anzahl der Vertex minus 1 ist ja eigentlich der, auf dem wir gerade stehen. Weil ich würde immer bei 0 zu Beginn anfangen. Wenn ich 100 Vertex habe, dann ist die letzte Vertex-Number ist 99. Deswegen muss ich da auch durch 99 gehen. Und was wir mit dem jetzt machen können, wir haben jetzt sozusagen die Länge von unserer Kurve normalisiert. Auf einen Wert zwischen 0 und 1. Über die Kurve. Und jetzt können wir ein Gradient anwenden, ein Ramp, das haben wir halt schon mal gemacht, über U. Und das können wir im selben Feld machen. Das heißt, wir sagen jetzt, wir brauchen noch einfach irgendeinen Wert, das können wir f at radius zum Beispiel nennen. Das ist gleich Channel Ramp wieder, also Tramp. Dann können wir sagen, Radius und das Ganze soll über f at u laufen. Genau, jetzt zeigt das eh gleich wieder her. Ah, da nicht unbedingt, nein. Das tut sich im Endeffekt zwar. Nur bei der Definition braucht man es unbedingt. Genau, und der Radius ist jetzt super, super groß, weil da geht es zwischen 0 und 1. Deswegen möchten wir das jetzt natürlich noch multiplizieren mit irgendeinem Wert. Und da können wir uns jetzt anschauen, bei dem Polywire haben wir 0,01 eingesteckt gehabt. Das wäre zum Beispiel ein guter Wert, mit dem man das multiplizieren kann. Aber ich multipliziere das jetzt einfach mal 0,002 war das. Ups, ich hatte noch 0. Und dieses f at radius, das können wir jetzt bei unserem Polywire einfügen. In den Wire Radius. Einfach da sagen at radius. Und dann sieht man schon, das ist genau verkehrt herum. Aber wir können das einfach flippen, weil unser Gradient bestimmt uns jetzt die Dicke von unserem Grasfeld. Und es ist super procedural, weil auch wenn sich die Anzahl von diesen Vertex ändert, es ist noch immer alles relativ. Und man kann da jetzt voll schön irgendwelche Variationen einfügen und da kann ich halt jetzt 20 Varianten machen von dem Teil, super easy.
Wenn ihr ja diese Interpolation Points auf Smooth stellen wollt, das wäre zum Beispiel eine Variante, dann kann man das einfach machen. Ein bisschen gemeint, dass man das für jeden Node, für jedes extra machen muss. Na, da gibt es halt Bezier oder halt am allerbesten finde ich ist das B-Spline. Mit dem kann man eigentlich am besten arbeiten. Ja, super gut, aber I think you get it. Und das sind echt so Snippets, die man halt dann irgendwo in seiner Library hat, die man einfach immer wieder braucht. Weil das jetzt das Aussuchen und so weiter, das macht man halt echt genau 3, 4, 5 Mal und dann kann man es nicht mehr sehen. Und speichert sich das in eine Vorlage. Es gibt da einfach diese Buttons. Rechts oben, das dritte von rechts. Ja, du hast einfach einen super großen Radius wahrscheinlich. Vielleicht hat es mit dem Band was, dass unten deine Dinger dann in eine andere Richtung zeigen, aber ich schätze mal, dass der Radius super groß ist. Ja, mit was hast du denn multipliziert? 0,02. Ja, 0,02 war es bei mir. Aber ich schätze mal, dass wir alle halbwegs den gleichen Skill haben. Besser. Bei mir jetzt werde ich den hinteren OC sehr. Was tut? Sehr groß da. Okay. Habt ihr minus 1 zählt? Ja. Ein Num-Vertex? Okay. Ja. Okay. Schau ich mal schnell an und ihr könnt dann einfach Varianten bauen in der Zwischenzeit. Wir haben vorhin genau die gleichen Probleme mit diesem, das, wenn das angezeigt wurde mit dem Path. Das ist so stimmt. Genau, und ihr könnt einfach die Notes dann auch wieder copy-pasten, einfach mit Alt. Alt und Drag kann man das hin und her ziehen. Ja, und dann geht es natürlich ein bisschen variieren und so. Da ist euch freier. Da könnt ihr euch frei austoben. Genau. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass das mit unserer Variant nicht mehr funktioniert. Weil auf unserer Variant, ja, quasi, die hat vorher funktioniert, weil wir da nur 3 Primitives gehabt haben. Jetzt haben wir aber wieder ganz normale Primitives, weil unsere Primitives sind jetzt keine Edges mehr. Unsere Primitives sind jetzt wieder Faces. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie das geht.
gibt mehrere Varianten. Braucht noch ein bisschen Zeit? Ja, wir haben eher eine Viertelstunde mehr Zeit, weil wir haben eine Viertelstunde später angefangen. Also so drei Viertel oder so. Sonst wäre es in 10 Minuten schon aus. Ja, ja, sowieso. Ja. Genau, wir können uns einfach backen. Das ist das eine. Oder man kann halt einfach auch hergehen und ein Attribut definieren, das Variant hast. Und das ist dann sowieso überall gleich. Ja. Was aber sicher effizienter ist, ist Packen. Und was wir auch noch machen können, das ist, dass wir unsere Attribute wie Radius und U wieder entfernen, weil dann brauchen wir sie nicht durch die Gegend kopieren. Das ist das, was ich einmal unter dem Merge gleich einmal mache, weil das kann ich für alle drei gemeinsam machen, dann brauchen wir es nicht dreimal machen. Was auch nicht stimmt, plötzlich, das machen wir unter dem Polywire, können wir gleich einmal sagen, Attrib Delete. Und da können wir in den Point Attributes können wir Radius und U löschen. Da kann man einfach ein Leerzeichen machen und dann fängt das nächste Attribut an. Also kein Komma oder irgendwas zum Abtrennen zwischen mehreren Variablen, ist einfach Leerzeichen. Und das können wir dann dreimal machen. Ja. Was ist ein Unterschied, ob du jetzt dreimal nicht noch hast für die Effizienz, wenn du jetzt eine verwendest? Das ist nicht einmal im Kilobyte-Bereich, glaube ich, was den Unterschied macht. Was aber schon ist, wenn wir natürlich da jetzt halt irgendwie tausende Strands durch die Gegend kopieren, dass das schon einen Unterschied macht, ob die zwei Attribute existieren oder nicht. Ich meine, wenn wir es packen, ist wurscht, weil dann gibt es das Ding nur einmal und das sind Instanzen. Aber wenn das wirklich tatsächliche Kopien sind, macht es am Ende des Tages natürlich schon einen Unterschied. Speziell, wenn man halt damit Redshift oder so rendert. Weil ich meine, Redshift extrahiert die Attribute eh nicht, wenn man es nicht braucht. Aber wenn man sagt, okay, man braucht das vielleicht für irgendeinen Farbverlauf oder so irgendwas, ja. Ich meine, das kann man natürlich schon machen, dass man dieses U-Attribut jetzt dafür einen Farbverlauf zum Beispiel nützt und sagt, okay, unten am Ansatz sollen sie halt irgendwie bräunlich sein und oben sollen sie hellgrün sein. Ja, zum Beispiel. Da müssen wir halt einfach hergehen und dieses U-Attribut von dieser Löschung wieder wegnehmen. Aber wird genau die gleiche Technik sein wie bei diesem Radius jetzt. Ja. Man hat auch wieder einen Color Gradient, den man halt irgendwie definiert. Und, ja. Aber was wir da jetzt machen können, das ist, dass wir die Dinger packen. Es gibt den Not-Pack. Und dann bleibt uns pro Strand quasi wieder nur ein Primitive über. Das heißt, wir verbocken das genauso wie das bei dem Alembic war. Und das können wir auch wieder dreimal machen. Das machen wir nicht quasi unter dem Merge, weil sonst kriegen wir wieder für das Gesamte nur ein. Unstrained, wir wollen ja drei verschiedene. Und wenn wir die dann zusammen mergen, dann werden die automatisch auf 0.1.2 umbenannt. Und dann sollten die bei unserem Copy to Points wieder unterschiedlich kopiert werden. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Das schaut nicht so schlecht aus. Oder? Ja. Nice. Ist schwer zu sehen, weil es halt einfach bei mir jetzt drei sehr, sehr ähnliche Dinger sind. Dann hast du irgendwo vertippt. Ich bin sofort bei dir. Also so. Die Variant ist aktiviert und sonst nichts. Also sonst hat quasi die Default-Einstellungen. Wir dürfen es dann nicht nur mal packen und Instanzen. Weil sonst machen wir Instanzen von Instanzen. Das muss man anmachen. Das ist aber schon.
So, wenn es wollt, können wir es jetzt. Ich werde da jetzt einfach den Polycut, also die Line ein bisschen größer machen, weil die ist wirklich ein bisschen kurz. Und was wir jetzt natürlich machen können, weil jetzt ist alles super, bis jetzt ist alles super prozedural. Wenn man die Line allerdings erhöht, dann muss man auf den Band aufpassen. Weil das ist das Einzige, was nicht super procedural ist. Was man aber sehr wohl machen kann, und das habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt, das ist, wir haben ja eine Line-Länge. Ja? Ich springe jetzt nochmal. Das ist eigentlich really good knowledge, die in Houdini sogar super wichtig ist. Wir haben diese Linie. Die Linie hat eine gewisse Länge. Den Parameter habe ich da jetzt verändert. Ja. Und dann haben wir ja den Band. Und beim Band haben wir vorher mit dieser Set Capture Region quasi definiert, von wo bis wo das laufen soll. Aber im Endeffekt wissen wir ja zwei Sachen. Wir wissen die Richtung, in was für Richtung diese Linie zeigt, und das ist zwar nach oben, das heißt, unser Capture Origin ist 000 und unser Capture Direction ist 010, das wissen wir auch. Und wir wissen dann sogar eigentlich noch, wie lang das unsere Linie ist. Und wir können jetzt auch auf andere Parameter referenzieren. Was wir schon gemacht haben, ist ein Parameter eingesetzt, wir haben auch schon Parameter irgendwo hinzogen beim Asset bauen. Wir können aber auch quasi sagen, ich kopiere mir jetzt diesen Parameter hier von dieser Länge, kann einfach sagen, Rechtsklick, Copy Parameter. Dann gehe ich zu meinem Band und da steht ja auch noch mehr Länge herinnen. Ja, und das ist kein Zufall. Und da kann ich jetzt sagen, Rechtsklick, also vorher den Text rauslöschen und dann Rechtsklick, Paste Relative Reference. Also dann kopiere ich nicht den Wert, sondern eine Referenz auf den anderen Parameter. Und dann steht da herinnen CH und dann Doppelpunkt, also Punkt Punkt, führe wieder raus und dann Line 1 dist. Ja. Und jetzt steht da genau das 0,32 herinnen.
Und wenn ich jetzt meine Linie, die Länge meiner Linie ändert, ändert sich auch die Länge meines Bands. Und dadurch ist mein Band auch procedural. Weil er sich sozusagen abhängig von der Länge meiner Linie mitändert. Jetzt sage das eh nochmal jetzt. Linie, Copy, auf dem Length quasi, Copy Parameter und dann auf euch am Ziel, der Capture Length, Paste Relative Reference. Und da Paste Relative Reference. Und das führt dazu, dass sich der Band immer automatisch an die Länge der Kurve anpasst. Und wenn man jetzt Procedural Modeling macht zum Beispiel für irgendwelche Häuser und solche Sachen, dann kopiert man Unmengen von Parametern durch die Gegend und sagt, okay, wenn ich das dort verändert habe, dann kann ich halt einfach irgendwann einmal zwei Fenster reingeben. Dann habe ich einen Threshold und sage, okay, passt, zwei Fenster und nicht ein Fenster. Ja. Oder halt irgendwie Ziegeln und so und sage, okay, ich habe einfach ein Modulo und sage quasi so und so viel Ziegeln mit der und der Variante über die und die Länge. Und genau. Und dann würde ich sagen, das Rotieren sparen wir uns, weil das haben wir schon gemacht. Das könntest du dann in Eigenregie rüber kopieren. Aber was vielleicht noch spannend wäre, das ist da irgendwie vielleicht die Möglichkeit zu haben, händisch noch Sachen hinzuzufügen. Weil oft ist man vielleicht ja gar nicht mit dem dem parametrischen Optionen irgendwie zufrieden. Oder wir haben also Sachen wie ein Scale zum Beispiel noch, der uns jetzt vielleicht gar nicht so gut gefällt. Es sind alle gleich lang. Wirkt ziemlich unnatürlich. Also bis auf das, dass natürlich diese drei Kreuzräume unterschiedliche Länge haben oder so, weil wir es ein bisschen gescaled haben. Aber es ist ja so, dass es immer so Patches gibt, wo einfach ein bisschen mehr rauswächst und ein bisschen weniger rauswächst und so weiter. Ja. Und dieser P-Scale ist auch natürlich hier auf diesen Punkten verfügbar, weil, nochmal zur Erinnerung, bis zu der Variant haben wir ja nur Punkte. Und jetzt wissen wir schon, was für Attribut dafür zuständig ist, der P-Scale. Und das können wir einfach mit einem Attribute Noise, also Randomize ist wirklich random. Ja? Und ein Attribute Noise ist mehr ein Rauschen. Und da sind halt solche Sachen verfügbar wie ein Perlin Noise und solche Sachen. Man sieht schon, wenn ich das jetzt aktiviere, einfach Attribute Noise, habe ich unter diesen Variant reingeben, ist jetzt halt einfach auf 3D Noise, deswegen hat es halt quasi eine Farbe. Unser P-Scale ist aber nur eindimensional, deswegen kann man die Signature auf 1D umstellen. Und dann soll es additiv sein. Und das Attribut ist P-Scale. Man kann auch beide angeben, CD und P-Scale, weil dann sieht man beides und sieht man es einfach gleichzeitig. Dann sehe ich P-Scale, also P-Scale sieht man nicht quasi, aber CD sehe ich, dann weiß ich zumindest, wie groß mein Noise ungefähr ist. Und dann kann man sagen, was für ein Noise, das man sich aussuchen möchte. Zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt haben wir da Simplex. Und was man dann noch machen kann, ist, dass man die remappt. Weil Noise ist ganz gern zwischen minus 1 und 1 irgendwie interpolieren. Und das ist bei dieser Simplex, glaube ich, sogar der Fall. Das heißt, unsere Strands würden sich spiegeln, weil ein negativer Scale macht halt quasi einfach invers. Deswegen kann man einfach sagen Remap und zwischen 0 und 1. Aber 0 ist eigentlich auch nicht super, ja, weil dann haben wir Strands durch die Gegend kopiert, die alle 0 groß sind, aber den Speicher-Overhead haben wir trotzdem. Deswegen wollen wir vielleicht zwischen 0,4 oder so und 1, irgendwas. Und wenn wir sie ganz nach unten hinstellen, dann sieht man, wir haben jetzt eigentlich sozusagen relativ natürliche Wiesen schon. Für das, dass das recht schnell gegangen ist. Und dann kann man natürlich nur einen zweiten Pattern irgendwie drüber kopieren. Und dann dritten, wo man sagt, okay, man hat halt nur so eine ganz kleine Grasbüschel oder so, vielleicht ein bisschen an Ground, ein paar Steine vielleicht, die man noch dazu kopiert, aber es wäre genau derselbe Zugang. Was vielleicht aber jetzt noch spannend ist, wenn man sagt, hey,
mir gefällt der Pattern so super gut, ich möchte genau diesen Pattern. Ich möchte aber nur in diesem einen Loch, da würde ich ganz gern jetzt noch irgendwie einige Kopien mehr haben. Ja, da würde ich einfach ganz gerne mal Kopien einfügen. Dann kann man das natürlich machen. Und das geht mit einem Paint-Node, weil wir haben ja sozusagen, da hier oben haben wir unsere Farbe transferiert. Ja, das ist ja zufällig dort genau, wo unsere Kiste steht, aber das ist mir jetzt mal wurscht. Und dann haben wir ja irgendwann einmal remapped gegen unsere Density. Und zwischen die zwei, oder zwischen diesem Attribute Transfer, wo wir unsere Farbe und unseren Remap gemacht haben, da können wir jetzt nur reinzeichnen. Weil da sind unsere Werte Farbe, ja, und da ist es für uns jetzt am einfachsten. Zwischen Attribute Transfer und Remap. Also vielleicht hast du der Wrangle bei euch nicht Remap, aber quasi über dem Scattern. Und dann gibt es jetzt eine Note, die heißt Paint Attributes. Und den kann man da dazwischen reinhängen. Oder einfach nur Paint am besten. Haben sie den geändert? Ja. Wäre schon länger nicht mehr gebraucht. Genau. So, ich mache den einfach nur mit schnell neu. Da gibt es sogar Attribute zum Aussuchen, einfach Paint. Weil früher hat es einfach einen Paint-Node gegeben, den haben sie jetzt wieder aufgesplittet auf x verschiedene Varianten, schaut es aus. Und unter dem Tab Attributes gibt es die Möglichkeit, jetzt bei diesem Multiparm eine weitere Zeile hinzuzufügen. Und da kann man jetzt einfach sagen CD. Und dieses Mask tun wir einfach weg, weil mit dem wollen wir nichts tun. Und wir wollen Color painten. Attribute Name, CD und Color. Und bei dieser Brush-Operation kann man jetzt aussuchen, was denn unser Brush tut und was die Vorgang und was die Background-Color ist. Wie wir gesagt haben, wir invertieren das ja nachher, müssen wir jetzt schwarz painten, dort wo wir unsere Werte haben wollen. Das ist halt jetzt ein bisschen invers, aber so beliebt. Das heißt, unser Foreground-Color wäre in dem Fall schwarz, weil es ist die linke Maustaste, und die Background-Color kann in dem Fall rot sein. Und dann kann man schon hergehen quasi und da zeichnen mit der linken gedrückten Maustaste, kann man da jetzt reinpinken. Indem es unter Attributes den Attribute Type of Color umstößt. Ja. Und dann Enter, also über dem Viewport musst du Enter drücken. Und. Ja, was sagt denn der Jahre? Funktioniert das bei euch? Ja. Genau. Da muss alles gleich werden. Vielleicht kann man noch irgendeine Stadt besuchen. Ah, okay. Ja, das ist gleich. Da kommt irgendein Python-Error beim Erstellen von Mojo. Und
mit der mittleren Maustaste könnt ihr sozusagen diese Background Color zeichnen. Das ist quasi dann, und dann kann man quasi einstellen, was man haben möchte. Und mit dem Mausrad kann man die Brush Rest erstellen. Und dann kann man quasi jetzt wirklich art directen, was man denn haben möchte. Was man übrigens nur machen kann, das ist, man kann sie nämlich sogar dann quasi auf den Copy to Point stellen. Und gleichzeitig, wenn man einen schmeckenden Computer hat, auf den Attribute Paint gehen. Und jetzt kann ich da quasi reinzeichnen und ich sehe sozusagen sofort, was passiert. Ja, und kann sagen, ah ja, genau, da möchte ich jetzt nichts haben und da aber schon. Ja. Und das kann natürlich super praktisch sein, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt da einen Weg reinzeichnen. Ja. Ich meine, einen Weg wird man mit einer Curve machen, ja, die man halt irgendwo hinlegt und von dort dann Attribute Transfer macht. Aber grundsätzlich lässt sich das alles natürlich sehr, sehr gut selektieren. Man sieht schon, es ist jetzt quasi nur 0 oder 1. Deswegen gibt es da natürlich nur Opacity, wo man sagt, hey, ich möchte das jetzt nach und nach quasi einfach hinzufügen. Und die Werte können natürlich auch über 1 gehen. Ja, ich kann jetzt, weil jetzt ist es so, dass das einfach auf Over ist, man kann aber dazu addieren. Dann kann ich da jetzt einfach die Dichte immer weiter und immer weiter und immer weiter erhöhen, weil man halt einfach die Density noch, ist nach oben hin quasi offen. Ja. Wie meinst du zwei Minuten so gefallen? Also ich mache zum Beispiel Foreground Color, das wird heller, und mache Background Color, das wird halt. Also so, jetzt paint ich gerade mit der Foreground Color. Jetzt wird es voll blau. Also eigentlich. Das ist wieder sehen wollt, die ist ja painted, weil das ist ja jetzt so eine Visualizer-Maske, die mehr so infrarot ist, dann kann man da diesen Visualizer-Button drücken und dann sieht man quasi die originalen Werte. Das schaut so ein bisschen aus wie so ein Location-Icon von Google Maps und das ist super praktisch, ich schaue bei dir gleich noch. Genau, dann würde ich sagen, das war's für heute. Genau, ich selektiere den Attribute Paint, ja, und dann fahre ich über den Viewport und drücke die Enter-Taste. Okay, dann drücke ich zuerst einmal Escape und dann... Okay, dann komme ich gleich vorbei. Das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht. Aber es sollte so funktionieren. Wenn ich die auswähle, dann funktioniert alles. Also wenn ich dieses Problem mit dem Falten Error oder die aus Aber den Ehrmann haben wir auch.
Ich weiß, das war noch der Rest, manchmal ist es echt gut, wenn man sehen wir was, okay. Danke fürs Zuschauen und morgen geht's weiter.